schon den Zugang zum Tetraeder. Gleich wieder. Hallo, Dominik und Boris. Das Emma Wiese. Und? Spüren Sie schon was? Also mein Akku ist leer. Hören die uns schon? Es hat angefangen zu regnen. Oh, es sieht so aus. Marc! Marc! 3, 2, 1. Ja, ich bin mal wieder am Start und zwar sind wir tatsächlich beim Mammutmarsch gelandet. Mit mir dabei Joe. Hallo. Hallo. Und Katja Hübschen natürlich auch wieder am Start. Ja, wir sind jetzt schon bei Kilometer 4, glaube ich, oder 3. Irgendwie so, ne? 3. 3, okay. Also haben wir noch 52 Kilometer. Schaffen wir, ne? Ja, mal schauen, wie es heute so läuft. Wetter ist eigentlich ideal zum Wandern, nicht zu heiß. Und schauen wir mal, die Sonne soll noch rauskommen hinterher. Und ja, starten wir mal und mal gucken, wie wir heute so treffen werden. Bis gleich. Kilometer 7. Wir haben den Bernd oder er hat uns eher eingeholt. Ja, mit Jörg und so weiter. Die sind aber ein bisschen weiter hinter uns jetzt. Wir sind schneller als Jörg. Unfassbar. Ja, wir gehen jetzt gleich über diese Schwingbrücke drüber, yeah, sehe ich gerade. Und ja, wir sind jetzt bei Kilometer 7, wie gesagt. Und ich glaube, bei 10,5 oder so soll die erste Verpflegungsposten kommen. Mal schauen, was es da alles so Leckeres gibt. Bis gleich. Knackwurst am Stand irgendwo, ne? Achso, du meinst. Deswegen hast du geknackt. Uhuhu! Vor 3 Wochen ist da gewesen. Da drin, ne? So, durch eine etwas ausgiebige Pipi-Pause haben wir die anderen jetzt verloren, Jörg und so weiter. Ich denke mal, ja, dass Sebastian und Boris und so uns auch bald einholen werden. Ja, wir sind jetzt gleich beim ersten Verpflegungsposten und ja, da wird ein bisschen Päuschen gemacht und dann geht es auch schon weiter. Leider sind die Voraussetzungen heute nicht ganz so optimal. Ich habe mir diese Woche noch eine Gastritis eingefangen, eine Magenschleimhautentzündung und ja, habe dementsprechend Medikamente genommen und schauen wir mal, wie weit die Füße uns tragen werden. So, liebe Freunde, gleich ist VP1 angesagt. Wir sehen ihn schon. Guck mal, wenn es da gleich rechts geht. Ha! Auf geht's. Lecker Essen schnappen. Genau unser Metier, ne Katja? Ja, na klar. Wieso habe ich eigentlich eine Tasse mit? Wofür? Ach, wenn Cola gibt oder sowas, ne? Ja, haben wir jetzt aber gar nicht getrunken. Gab's die da? Ich glaube ja. Das war wohl eine Frechheit. Ja. So, es war Zeit, sich zu entblößen. Katja hat. Aber wie war dein Spruch nochmal?
Mehr geht immer, nur nicht jetzt. Ja, genau. Das will man den anderen ja nicht antun. Um Gottes Willen. Seien Sie doch nicht schon wieder so selbstkritisch. Ja. Naja, jetzt kommt die Sonne raus. Es ist richtig schön warm. Warten wir es mal ab. Wir sind jetzt gerade von Frau P1 losmarschiert. Kürzes Päuschen gemacht. Und jetzt geht es erstmal wieder ein Stückchen weiter. Bis gleich. Irgendwas. Bisher läuft es richtig gut, muss ich sagen, trotz Angeschlagenheit. Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, wann der nächste Verpflegungsposten kommt. Ich habe mich da heute völlig überraschen lassen. Auch nicht geguckt, wo es lang geht. Ich laufe einfach hinterher. Und ja, mal gucken. Wenn es anfängt anstrengend zu werden oder der Magen anfängt sich zu melden, bisher gibt er Ruhe. Aber ich versuche halt auch das zu essen, was einigermaßen verträglich ist. Und deswegen heute keine Gewürzgurken. Immer schön Salzstangen und sowas. Und ja, Katja ist natürlich auch noch am Start. Und wir haben gerade den Jörg und so weiter. Nur vom Rücken, habt nur die Rückenansicht oder hattest du die Vorderansicht? Ich habe es nicht gesehen. Die Seitenansicht, okay. Und die sind dann aber schon, wir wollten gerade hin, da waren sie dann schon wieder weg. Mal gucken, ob wir sie beim VP2 erwischen. Bis gleich. Hi. Nein, ich muss für mich, aber ich schicke dir das. Ach so, okay. Warte, dann muss ich ein Foto suchen. Tschüss. Hallo. Jetzt bei Kilometer, keine Ahnung, ich habe meinen Puls immer schön im Blick. Der konstant viel zu hoch ist heute, aber egal. Ich scheiß drauf, geht's mir halt morgen nicht so gut. Egal. Wir haben jetzt natürlich wieder unser obligatorisches Red Bullsche. Wir haben schon einen kleinen Schluck getrunken ohne euch. Wir waren heute mal ein bisschen frecher. Und? Spüren Sie schon was? Noch kann ich nicht fliegen. Nein? Kommt, sind Sie noch nicht im Red Bullchen-Himmel? Nee, noch nicht. Das ist übrigens alleine gekauft, nicht gesponsert. Muss man ja heute alles sagen. Ach nee. Wir sind noch nicht gesponsert. Ey, Red Bull, kannst du mal hier auf uns aufmerksam werden? Hm. Als Millionen Konzernunternehmen, ey. Ja. Milliarden, Trilliarden, ach, jetzt mal gar nicht wissen, ne? Dann? Aufruf, ne? Grüßerken. Bis gleich. Kilometer, wen haben wir denn jetzt eigentlich? Welchen Kilometer haben wir jetzt eigentlich? 18? Guck mal, der Martin hat uns natürlich eingeholt, ne? Uns beiden Trödelschneckchen. Tim ist schon wieder dahin. Und ja, ab wann haben wir Verpflegungsposten? 20, glaube ich, oder irgendwas, ne? Ja. Kommen wir mal wieder ein bisschen. Aber ihr rast bestimmt vorbei, oder? Ah, okay. Ja, dann wünschen wir dir noch viel Spaß, ne? Schaffen tust du es ja sowieso. Ja. Bis gleich. Wie ihr gerade gesehen habt, haben wir jetzt das Kilometerschild 20 passiert. Ja, mal gucken, wann gleich die nächste Nahrungsquelle kommt. Ich hatte noch ein paar Salzstangen mitgenommen, die habe ich in meinem Bauchgürtel hier und da knabber ich ab und zu. Aber sonst ist der Vorrat aufgebraucht. Ich habe mir allerdings diesen leckeren Cliff Bar Riegel mitgenommen. Irgendwie finde ich den total klasse und brauche hier eigentlich so Riegel, nehme ich eigentlich hier nicht mit. Salzstangen und was habe ich beim letzten Mal? Und Maß hatte ich noch mitgenommen zum Essen. Und ja, schauen wir mal, was wir gleich so alles Leckeres essen werden. Mit Schirmchen, mit Schirmscham und Melonen ja, fällt mir genau, dazu ein. Ich auch echt? Das ist mal Lost Place. Ja, genau, Lost Place. So, ihr Lieben, wer hat uns denn da eingeholt? Der Doc. Hallo. Dominik. Und Boris. Puh, du darfst einmal winken. Aber nur einmal. Ja, und wir sind jetzt, glaube ich, am Verpflegungsposten gleich, ne?
oder? Ja, da müsst ihr jetzt hier, ich glaube, da ist er doch der kommt, genau. Wir sind am VP. Ja, und mal gucken, was da leckere Sachen gibt. Noch können wir das Tempo mithalten. Ja, noch. Aber nicht mehr lange. So, weg von VP 2, ne? Ja. Wir haben jetzt Sebastian, Boris und Dr. Urbex und so getroffen, aber ein paar habt ihr ja schon gesehen. Ich war jetzt ein bisschen aufgeregt, weil so viel gesprochen wurde, dass ich da jetzt nicht mehr gefilmt habe. Chris und Liz am Limit haben wir gesehen. Liebe Grüße an euch zwei. Vielleicht tun wir euch gleich noch ein. Und ja, jetzt geht's erstmal weiter. Ich weiß nicht, 10 Kilometer vielleicht. Ja. Bis zum nächsten. Kilometer 30! Yay. Das erste Mal, dass Katja und ich zusammen über 30 Kilometer gehen. Ja, jetzt bin mal gleich gespannt. Gleich müssen wir an das Tetraeder kommen. Und dann auch schon wieder der nächste Versorgungsposten. Ja, und dann ist nur noch einer und dann geht schon in die Zielgerade. Also die Hälfte haben wir schon. Oho. Ja, noch können wir ein bisschen lachen, aber man merkt es schon. Man merkt es, ja. Merkst du es auch? Oh, ja. Ich merke es auch. Würde lügen, wenn ich sage nein. In the Beinsche merke ich es gerade. Warten wir es mal ab, wie es so läuft. Bis gleich. Chris und Liz am Limit habe ich gefunden. Hi. Hi. Und läuft nicht so? Ah, geht so. Es geht so. Mal gucken, mal gucken. Ja, das mache ich mir auch den ganzen Tag. Mal gucken. Ja, ja, wir haben gerade erfahren, 8 Kilometer sind es noch bis zum Tetraeder. Und dann geht es steil nach oben. Schauen wir mal, wie es läuft. Ja, und dann ist, glaube ich, auch der nächste Verpflegungsposten schon da. Und mal gucken, ob wir da die Beine umlegen können. Ja, schauen wir mal. Also, weiter geht's. Liegt hinter uns. Nicht VP30. Wir haben 30 VPs, jawohl. VP3 liegt jetzt hinter uns. Wir haben noch ungefähr 20 Kilometer zu laufen. Jetzt kommt gleich eine ganz große Hürde, wie ich schon angekündigt habe. Der Tetraeder ist nicht mehr weit. Ja, jetzt erstmal wieder einlaufen. Die Beine, Glieder merkt man schon. Aber es ist ein paar gut. Es gab ein Äpfelchen und Salzstangen natürlich, dann habe ich mir noch so einen Cliff-Bar-Riegel mitgenommen, also von zu Hause, aber ich finde die irgendwie geil. Also manchmal schmecken die jetzt nicht ganz so gut, aber die helfen auf jeden Fall, wieder Energie zu bekommen. Einen habe ich noch mit für später und bei Kilometer 40 gibt es das zweite Red Bull. Juhu. Los geht's. Die ist echt happy. Ja, wir sehen schon den Zugang zum Tetraeder. Gleich geht's los. Gleich werden wir gequält, aber das schaffen wir schon. Und vielleicht ist es, ja, Treppen sind nie angenehm für die Beine, aber vielleicht ist es trotzdem irgendwie, kann ich mir vorstellen, mal eine andere Bewegung als genau. Mal gehen, oder? Genau. Mal sehen. Schauen wir mal. Schauen wir was mal. Wir dann oben sagen, nur wenn wir es geschafft haben. Ja, also ich sag mir einfach, ich habe die auch im Harz geschafft, da war ich zwar noch nicht so lange unterwegs. Dafür waren die glitschiger wahrscheinlich als diese hier. Und ich glaube, von der Anzahl nur das auch ein bisschen mehr. Aber mit Tetraeder zusammen, glaube ich, ist dann Tetraeder etwas mehr. Ja. Ja. Schauen wir mal. Katja, ich sehe es schon. Ah! Ah! Oh mein Gott. Das Tetraeder kommt. Guten Tag. Es geht nach oben. Es geht nach oben. Go, go, go. Hey, hey, hey. Jawohl. Yay. Die Stufen sind geschafft, muss ich sagen. Ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich fand die Stufen, glaube ich, da bei unserer Marathon irgendwie noch einen Tacken schlimmer, obwohl, ja,
die relativ am Anfang waren. Also ich bin eigentlich ganz gut hochgekommen. Und was ist das bitte für eine Aussicht hier? Hammergeil. Boah, ist das schön. Das erste Mal am Tetraeder, aber ganz hoch gehe ich nicht mehr. Das wollen wir uns jetzt nicht noch antun. Mal schauen, vielleicht noch ein kleines Päuschen machen, dann geht es aber auch schon weiter. Mein Gott, wieso ist das so verschmiert? Fast Kilometer 40 und jetzt war es soweit, wir mussten leider an der Tankstelle Wasser kaufen, weil wir Duspaddels es nicht hingekriegt haben, beim Verpflegungspost unsere Getränke aufzufüllen. Mhm. Aber ich finde, Wasser ist essentiell. Wenn Wasser fehlt, fehlt alles, oder? Ja, also ich glaube, schrecklich. Auch wenn man andere Getränke mit habe, aber Wasser ist immer noch so eine andere Hausnummer, finde ich, zum Erfrischen und zum Wasser auffüllen im Körper. Ja, mal gucken, wann das 40 Kilometer Schild kommt. Wird eigentlich langsam mal Zeit, ja, ne? Ja, wir sind schon drüber. Mann! Oder haben wir es nicht gesehen? Doch, haben wir doch mal gesehen. Die ne? Traube hätten wir gesehen. Das hätten wir gesehen. Ne? Obwohl, so viel sind ja gar nicht gerade. Es ist ein Schmuddelwetter. Hat angefangen zu regnen. Aber es geht noch, ne? Es ist, aber ich habe geringfügig im linken Fuß eine Blase am Zeh. Eieiei, die fängt langsam an, echt weh zu tun. Mal gucken gleich beim VP. Aber das werde ich heimlich machen. Muss ja keiner mit ansehen, dass den geschundenen Fuß. Ja. Blasenpflaster sind am Start und sonst habe ich, glaube ich, gerade einen besseren Abschnitt wieder. Also irgendwie ja, so Kilometer 40 jetzt hinter einem und irgendwie muntert einen das wieder so ein bisschen auf, weiter durchzuziehen. Ja, schaffen wir schon. Bis gleich. Aber geil hier, ne? Hä? Wir sind jetzt bei VP4 und das tut gerade so gut, ihn zu sehen. Ach, richtig klasse, jetzt noch ein bisschen entspannen und dann geht's auf die Schlussetappe und ich weiß auch schon, wo wir sind. Ah, okay, alles klar. Meine VP4 liegt hinter uns, jetzt sind nur noch 9 Kilometer, dann sind wir am Ziel, ich freue mich. Jetzt mal gucken, ob wir noch ein bisschen Tempo machen können. Fände ich nicht schlecht, also bis gleich. Kilometer, ich weiß nicht. Oh nein, scheiße, mein Ohr versagt gleich. Kilometer, keine Ahnung. Auf jeden Fall vom VP schon ein bisschen weg. Wir laufen jetzt anscheinend die gleiche Strecke zurück wie erst am Hinweg. Ja, es ist komischerweise so eine Mischmaschstimmung. Mal so ein bisschen aufgedreht, so labert man nur Bullshit. Und dann wiederum versinkt man so. Keine Lust mehr und man redet nicht und man geht einfach. Ja. Keine Ahnung. Also ich glaube, wir haben noch ungefähr 8 Kilometer, 7 irgendwie so. Und ja, wir haben jetzt auch nicht lange Pause gemacht, muss ich sagen. Und das am letzten VP, weil man will einfach nur ins Ziel kommen. Also jetzt reicht's. Es reicht. Es reicht, oder? Ach, ja. Es reicht? Es reicht. Nee, jetzt ist Schluss. Ende aus. Ja. Aber gleich halten wir die Medaille in der Hand. Da bin ich mir so sicher, dass wir das schaffen. Da war ich mir eigentlich schon relativ den ganzen Tag, also am Anfang noch nicht, aber so ab Kilometer 20 habe ich mir immer wieder gesagt, innerlich, du schaffst das, du schaffst das. Und irgendwie habe ich das dann auch irgendwann geglaubt und ja, das hat echt gepasst, muss ich sagen. Gehen wir mal weiter. Jetzt hat es ein bisschen stärker angefangen zu regnen, aber wisst ihr, was das Lustige ist?
Kaum laufen wir vor, verlaufen sich alle. So geil, ey. Die Leute sind auch hinter uns gelaufen, bis ich dann mal gefragt habe, gehen wir überhaupt richtig? Und dann hinterher haben sie dann gerufen. Und jetzt ordnen wir uns hier wieder ein. Wir haben ja noch nicht genug Schritte, ne? Also kann man noch ein paar drauflegen. Höher rein, Mann. Ach, das ist besser als ich. So, liebe Freunde, die letzten 1000 Meter sind angebrochen, es reicht jetzt auch, es zieht sich die Kaugummi gerade. Und ja, wollen wir uns jetzt schon mal gleich die Medaille in den Händen halten, richtig geil. Und dann melde ich mich auf jeden Fall nochmal. Bis gleich! So, wir haben es tatsächlich geschafft, unfassbar. Haben jetzt unser Feierabendbierchen geholt und Finisher-Bier und gehen jetzt nochmal zu den lieben Menschen. Klaas wartet noch und Hombi und Malexius. Noch ein bisschen quasseln und dann geht's ab ins Verdiente nach Hause. Da wird nochmal angestoßen und dann wahrscheinlich in die Haie gefallen, ne? Ja, also, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ich gehe noch was.